Willkommen zurück in Iron Island Island. Es grünt so grün die ganze Welt. Naja, nicht die ganze Welt, aber ein großer Teil der Welt wurde schon von uns hier erobert. Und es sieht fantastisch aus. Gerade jetzt auch der letzte Krieg gegen Frankreich hat uns nochmal ordentlich Ländereien hier gebracht. Und ich habe gerade gesehen, hier will noch jemand vassalisiert werden. Herzog Ulitis. Herzogtum von Prutzen. Die müssen ja irgendwo hier drüben sein. Da ist er. Der will auch vassalisiert werden. Man fasst nicht, wer hier alles grün werden will. Unter den Ohren, oder? Hier unten auch noch. Verrückt. Naja, soll mir ganz recht sein. Und nochmal, ich habe das Gefühl, das ist so eine sich verselbstständigende Prophezeiung mittlerweile. Einer will vassalisiert werden und plötzlich wollen die Nachbarn auch alle vassalisiert werden. Und dann geht es das immer so weiter und immer so weiter. Wir haben nochmal zwei Leute. Gräfin Rostislava. Hier unten. Die will auch vassalisiert werden. Soll sie haben. Ich bin heute gut drauf. Jeder darf vassalisiert werden, der möchte. Und Herzogtum von Masuren. Hier unten. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Hatte ich bisher auch noch nicht, dass so ein Andrang war bei der Vassalisierung. Hatte ich bisher auch nicht. Kommt nochmal jemand? Wir können noch zuweisen. Sehr schön. Dann Vormund, heiraten, Titel schaffen brauchen wir nicht. Wenig Kontrolle haben wir noch. Wir können ja mal schauen, ob wir eventuell die Kontrolle nochmal etwas... Oh, da ist alles blutrot. Blutrot und blau aktuell. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen mit unserem Ratsmarschall. Brauchen wir nicht mehr anfangen, das macht keinen Sinn. Dass wir da noch was machen. Was hingegen Sinn macht, ist noch einen Monat zu warten. Eine Fraktion wurde geschaffen, eine Freiheitsfraktion. Und jetzt gucken wir mal. Ja, wunderbar. Wir beschlafen die Kaiserin Gisela mit 41 Jahren in der Hoffnung, dass sie uns einen Sohn schenkt. So, Populisten kommen demnächst nochmal raus. Und jetzt habe ich gesagt, nach dem Beschlafen gehen wir auf die Pilgerreise. Kostet uns, meine Güte, die Kosten, ne? Finde ich nicht okay, dass die so teuer sind. Wahnsinn, 1050. Wir werden uns was Günstigeres suchen. Günstigste Pilgerreise kostet 750. Wir reisen nach Canterbury. Canterbury. Da steht drinnen. Na gut, es wird von Island ausgegangen. Hier steht drinnen, eine sehr lange Pilgerreise ist das. Aber naja. Frankreich hat übrigens jetzt hier oben seinen Hauptsitz. Also das Königreich Frankreich offenbar. Das Königreich Frankreich hat seinen Hauptsitz jetzt hier oben. Naja, jeder so wie er will. Ich hätte eigentlich gedacht, vielleicht Frankreich oder so. Paris. Jeder so wie er will. Aber es ist noch ein bisschen hier Trouble in Frankreich offenbar. Wenn man sich mal die Karte anschaut. Das Ende ist nah. Was ist denn los hier? Der Tag des jüngsten Gerichts nah. Tut Buße. Tut Buße, sage ich euch. Denn sonst seid ihr auf alle Ewigkeit verdammt. So, wir sind sehr gut in der Bildung unterwegs. Das heißt, wir können ihm einen lateinischen Satz an den Kopf schmeißen, den er nicht versteht. Und wir wirken dadurch ein bisschen intelligenter. Machen wir gleich mal. Wir haben mittlerweile über 10.000 Prestigepunkte. Unsere Gattin ist schwanger geworden. Komischerweise jetzt erst, als wir schon uns auf der Pilgerreise befanden. Aber okay. Sei mal dahingestellt. Liebe deinen Nächsten. Unter den Pilgern gibt es eine Frau, die Menschenliebe und Zusammengehörigkeit predigt, bis sie zum Thema Heiden kommt. Wir werden den Heiden gegenüber Verachtung zollen. Für ein bisschen mehr Aufgebot, Verstärkungsrate. Und dann heißt es, demnächst Daumen drücken für einen Nachfolger. Wir sind angekommen in Canterbury. Während wir in Canterbury residieren, will ich mal nur einen kurzen Blick auf das Heilige Römische Reich schmeißen. Was hier so ist, was man hier so findet an
möglichen Ansprüchen, ne? Leibniz können wir uns holen. Herzogtum. Grafschaft. Grafschaft. Größeres Herzogtum. Wobei Westfranken aber auch mal schon ein bisschen größer ist vielleicht manchmal. Naja, lauter kleine Ansprüche. Nichts, was für uns noch irgendwie relevant wäre. Ich wünschte, dieser Button hier, der würde automatisch ausgeklappt werden, damit man sich einfach hier schön durchklicken kann und gleich mal prüfen kann, ob größere Ansprüche vorhanden sind und man nicht immer extra klicken muss. Byzanz, da ist gar nichts vorhanden. Lyon. Vasalisierung. Der Vasallenzwang, ne? Ich verstehe schon, dass der natürlich eine Begrenzung haben will, aber der ist halt auch schon. Also für. Ich wünschte, der Vasallenzwang würde auch ein bisschen von der Größe des Reiches ausgehen, das den Vasallenzwang dann angehen will. Das heißt, je größer du bist, umso größere Reiche kannst du vasalisieren lassen. Vielleicht dann aber auch wieder ein Balanceproblem kann durchaus sein. Weil dann wirst du halt noch größer und kannst noch besser vasalisieren und wirst noch größer und kannst noch mehr vasalisieren. Und irgendwann bist du so groß, dass du das Heilige Römische Reich in einem Schwupps vasalisieren kannst. Naja, vielleicht auch nicht so die ideale Lösung. Wer hat hier so eine wunderschöne blaue bayerische Farbe hier? Was ist das denn? Ist das hier Wispy, ne? Ja. Das ist ja fantastische Farbe hier. Das gefällt mir sehr. Ich könnte mal vasalisieren. Der wäre hier oben auch noch drinnen. Er ist im Krieg. Wird aber nicht annehmen dann. Also das Blau könnten wir uns noch ein bisschen einvernehmen vielleicht. Naja, wir warten jetzt mal den Erben ab, der da demnächst kommen mag. Hoffentlich. Wir kommen wieder zurück von der Pilgerreise. Wir sind mittlerweile erlaucht. Immer noch den Pilger-Trade. Sehr schön. In Westerland wurde gebaut. Versteckte Waffenlager, Erdwallanlagen. Da ist er aber fast fertig jetzt, oder? 30 Tage noch. Können wir hier auch noch ein bisschen ausbauen. Eventuell. Dann gucken wir mal in die Kultur. Die Blide oder Bleide dauert noch 4 Jahre. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen schneller hier. Na gut. So, meine liebe Ehefrau, ich warte auf dich. Schade, dass nicht dabei steht, in welchem Monat sie ist hier. Und wir haben eine Tochter. Yay! Es hat nicht sollen sein, ne? Es hat einfach nicht sollen sein. Sie ist jetzt 42 Jahre, wir könnten es wahrscheinlich noch ein- oder zweimal probieren. Wir können sie jetzt nicht mehr bezirzen, das heißt, das müsste jetzt... Komischerweise können wir sie doch wieder noch bezirzen. War hier nicht immer ein Cooldown auf diese Verführung? Ich dachte eigentlich, da wäre ein Cooldown. Komm, dann probieren wir es nochmal 11 Monate... Ich habe nämlich jetzt langsam vor, das Let's Play jetzt hier zu einem Ende zu bringen. Und es wäre schön, wenn wir noch einen schönen Erben bekommen würden. Wo man sich dann ausmalen könnte, wie der das wunderbare Kaiserreich noch weiter zum Erfolg führen würde. So, etwas Teures. Beim letzten Mal war sie beim Schneider, war sie sehr angetan davon, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal etwas derart Wunderbares bekommen habe. Naja, eigentlich erst vor 2 Jahren, als wir dich einmal schon verführt haben. Na gut. Und wir können
Wir können ja schon mal ein bisschen resümieren jetzt hier, während wir darauf warten, nochmal unsere Ehefrau zu beschlafen. Also, das wird jetzt die letzte Folge mit Iron Island Island. Einen Durchgang, den ich sehr genossen habe. Vielleicht hat man das auch gemerkt und ich hoffe, dass das ein bisschen rübergekommen ist, dass ich sehr viel Spaß daran hatte. Moment. Kriegsvolk Unterhalt. Vasallensteuer erstmal noch erhöhen, kurz vorher noch. Und ich hatte sehr viel Spaß daran, vor allem, weil wir halt wirklich im letzten Eck begonnen haben hier oben. Und dann hier runtergewachsen sind. Und jetzt guckt euch mal an, was wir alles erreicht haben. Es ist ein bisschen sehr zerstückelt. Ich mag das immer nicht, wenn alles überall so Fleckchen sind. Aber manchmal hast du halt auch nicht die Kontrolle, um jetzt dafür zu sorgen, dass du immer schön ein zusammenhängendes Reich hast. Ist aber auch okay. Man hat überall ein bisschen seine Finger drinnen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Schöner wäre es natürlich, wenn alles grün wäre. Aber das würde dann wahrscheinlich erst passieren, wenn wir noch so 200-300 Jahre spielen würden. Wobei wir sind eh schon in 1218. Also ich sag mal so 200 Jahre. Dann nähert man sich eh schon dem Enddatum. Aber da könnte man das Ganze schon noch vereinen. Also wenn wir noch weiterspielen würden, dann würden wir auf alle Fälle das hier oben noch machen. Hier unten würden wir uns das hier noch holen. Vielleicht noch hier ein bisschen reinwachsen ins Heilige Römische Reich, Polen und so weiter. Denke ich mal, hier unten eher nicht wahrscheinlich. Das wären wahrscheinlich so die Punkte, die man dann die nächsten 100-200 Jahre noch angehen kann. So, eine Lesung kurz in Reykjavik noch. Ich nehme mal was Unterhaltsames einfach mal. Okay, sie ist wie gebannt. Das heißt, wir haben jetzt 95%, 4 Monate noch. Neuerwerb. Verlorenes Wissen erhalten für Verwaltung und Bildung. Ja. Und Turnierprobleme. Bürgermeister Anlaufer wird unser Freund. Ich mag Freunde, deswegen wird er auch unser Freund. Gut. Also, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Habe ich mich wieder ein bisschen ablenken lassen, aber die Zeit muss ja jetzt weiterlaufen, damit wir unsere Frau beschlafen können. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und der Durchgang war wirklich auch ein bisschen so, ich weiß auch nicht, das war so nach Hause kommen, ein bisschen entspannt spielen irgendwie. Weiß ich aber jetzt auch nicht so genau, an was das jetzt lag, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich die Aufnahme begonnen habe, da habe ich mich vorab schon immer etwas drauf gefreut, habe gedacht, ah, super, heute Abend oder heute Nachmittag nehme ich wieder ein paar Folgen auf mit unserem wunderbaren Iron Island Island. Und da habe ich mich immer schon ein bisschen vorgefreut. Und das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen bei mir jetzt, es ist halt was Schönes, es ist halt was Angenehmes. Und ich hoffe, dass das auch irgendwie für euch dann angenehm ist und rüber transportiert worden ist. Es waren natürlich nicht alle Folgen immer super spannend. Manchmal hat man einfach so Durchhänger drin, wo es vielleicht, wo man vielleicht privat ein bisschen, ja, nicht so gut drauf ist oder vielleicht tut sich im Spiel relativ wenig. Aber ne, ich hoffe mal, dass der größte Teil des Let's Plays auch für euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und es hat mich auf alle Fälle wieder sehr gefreut, dass so viele Kommentare auch geschrieben worden sind. Zum Spiel selber, zu meiner Spielart natürlich auch, was man alles machen könnte, was alles passiert ist. Zum Beispiel, dass unsere Gisela jetzt schwanger geworden ist und dass wir Gicht geplagt werden auf unsere alten Tage, jetzt mit 60 Jahre noch werden. Erstmal nur das Nötigste tun, meine Liebe. Wir fühlen uns ein bisschen besser. Ich hoffe, wir erleben noch die Geburt unseres demnächst kommenden Nachfolgers. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und wir schauen mal, ob er dann auch gute Werte bekommt. Da bin ich jetzt gespannt. Wir haben noch eine gefährliche Fraktion. Wer wagt es, sich zu melden? Hier der Bauernpöbel mal wieder. Ich fürchte fast, wir müssen uns auch noch um den Bauernpöbel kümmern. Oh, wir wollten ja eigentlich auch noch zu den Adamiten wechseln, fällt mir da noch ein. Ja, komm, wir machen das gleich. Wir haben den Glauben an den katholischen Gott verloren und setzen jetzt durch den Wechsel zum... Nee,
Moment. Und setzen jetzt durch den Wechsel zum Adamitentum alle unsere Hoffnungen auf den neuen Gott. So. Also, einmal konvertieren. Es machen alle mit, außer die Herzogin Gustio. Die macht nicht mit, weil sie ein religiöser Eiferer ist. So, wir haben ein Patronat verloren. Komischerweise jetzt 15 von 9 Besitztümern. Kriegerorden können wir gründen. Ja, wahrscheinlich hier oben. Savik, Renbury. Wo hatten wir denn das? War das hier drinnen? Ich weiß es nicht. So, Kriegerorden gründen. Wir haben jetzt ein bisschen viel Domänen plötzlich bekommen jetzt. Was verpasst? Wieso habe ich denn jetzt auf einmal so viel Domänen jetzt bekommen? Von den ganzen Adamiten jetzt? Oder was ist da los? Na gut. Das heißt aber, wir können vielleicht Jaltum von Mercia. Wir können das gleich mal vergeben noch. Nee, nicht mehr Christentum. An Ratsprediger Victis. So. Dann bekommst du die hier oben auch noch. Okay. Damit sind wir wieder bei 9 von 9 Domänen. Und ja, jetzt sind wir nackt. Nackedei. Wunderbar. Eine männlich behaarte Brust. Ich lasse mal die Zeit noch etwas laufen. Wir können mal kurz... Oh, habe ich ganz verpasst. Mist, wir haben hier... Wir haben bei den Adamiten offenbar die Nachfolge gleichberechtigt. Das heißt, jetzt ist die Enkelin an der Reihe. Welche Enkelin? Ist das die hier? Ja. Na gut, da müsste man sich dann noch darum kümmern, dass man die eventuell dann auch enterbt oder so. Aber das Problem ist, dann kommt der Sohn, dann kommt wahrscheinlich die Tochter und die Tochter und dann die Tochter und dann kommt erst der, naja. Wir müssten das wahrscheinlich auf männlich ändern. Wir müssten auf die hohe Lehnsautorität hochgehen, um das zu ändern, aber das ist eigentlich machbar. Also am besten wäre wahrscheinlich erstmal die Gleichberechtigung rauszunehmen und dann erstmal wieder auf männlich bevorzugt gehen. Dann wäre, vielleicht hätte man nur noch einen zum Enterben, denke ich mal. Wir können uns noch kurz die Tötungsliste anschauen, unseres Charakters jetzt hier. Der hat doch ganz viele hingerichtet auch, um sich ein bisschen Schrecken zu holen. Wir haben offenbar einen ermordet, aber alle anderen wurden hingerichtet. Ja. Und unsere Ehefrau ist mittlerweile schwanger, hat auch schon einen leichten Bauchansatz, das freut mich auch. Und jetzt warten wir mal ab. Oh, wir könnten auch Konkubinen auf uns holen. Meine Güte, da ist ja wieder alles komplett anders in dieser Religion. Da ist ja wieder komplett alles anders hier. In den Endminuten klingelt es nochmal bei mir, deswegen muss ich kurz einen Cut machen. Wo waren wir jetzt? Keine Ahnung, ich habe mir, glaube ich, das Adamitentum nochmal angeschaut. Also Bekehrungstempo, geheiligte Natur für ein bisschen mehr Meinung und ein bisschen bessere Ritter und natürlich Ausziehen. Kosten für Gesetze 50% mehr. Wahnsinn. Na gut, dann warten wir jetzt ab und schauen mal, ob noch ein Nachfolger kommt oder nicht. Und wenn er kommt, wie er ausschaut, welche Eigenschaften er hat. So, da bin ich nochmal. Jetzt hat er nochmal geklingelt hier, mein Kollege hier. So, in der kritischen Phase, ne? Ich habe die nackte Gattin hier auf dem Bildschirm und es klingelt an der Tür. Was soll man, wie soll man denn das alles rechtfertigen hier? Heidedauts. So, wir haben leider wieder eine Tochter bekommen. Die Tochter, Prinzessin Brigitta, ist eine schlaue Tochter, aber ansonsten hat sie keine besonderen Vorzüge. Na gut, würde ich jetzt weiterspielen, dann würden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir mit ihm weiterspielen, weil er einfach die besseren Werte hat. Auch wenn er nur ein zäher Soldat ist, aber trotzdem, er ist einfach, ne, da hat er einfach gute Eigenschaften und mit denen könnte man dann schon, denke ich mal, einiges erreichen.
Na gut, das wird aber jetzt nicht mehr der Fall sein. Wir beenden damit dieses Let's Play oder gucken nochmal ganz kurz hoch, ob noch jemand vassalisiert werden möchte. Nein, jetzt wahrscheinlich schon zweimal nicht, weil sie jetzt alle nackt rumlaufen müssten. Und beenden den Durchgang jetzt hier. Gestartet mit Jarl Islaifur von Island. Haben wir hier einiges erreicht. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ansonsten gibt es eigentlich von meiner Seite aus nicht mehr wirklich viel zu sagen. Außer danke nochmal fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Dabeisein. Und ich hoffe, ihr schaut die nächsten Runden, wenn wir wieder ein bisschen Crusader Kings spielen, auch wieder mit. Und schaut wieder ein bisschen zu. Und ja, was das sein wird, wird sich in den nächsten Tagen dann zeigen. Wahrscheinlich werden wir mit den Mongolen spielen. Da werde ich den Durchgang hochladen, den wir auf Twitch live gestreamt haben. Und dann habe ich nämlich wieder ein bisschen Luft und kann zwischendurch mal entscheiden, was wir als nächstes angehen wollen mit Crusader Kings 3. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal. Jetzt habe ich schon zum fünften Mal gesagt, aber man kann sich nicht oft genug bedanken. Vielen Dank nochmal und viel Spaß mit den weiteren Videos hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis dann. Ciao.